So, willkommen zurück zu Gran Turismo 5 Community Rennen Folge. Oha. Folge 2 und ich habe in der Zwischenzeit einfach mal meinen PC neu. Oh. Mein PC neu gestartet. Und jetzt ist der Sound auch wieder okay bei mir und hoffentlich dann auch in der Aufnahme. Aber was mir sonst noch aufgefallen ist, ist, dass wir echt Probleme hatten. Mit dem Wagen und so, aber das haben wir jetzt auch einigermaßen geklärt, hoffentlich. Im Online-Wagenhändler scheint kein DTM-Wagen zu sein, was echt komisch ist. Die ganze letzte Zeit war da immer einer. Also fahre ich dann gleich halt auch einen schwachen Wagen mal, damit das auch in alle Richtungen spannend ist. Gut. Ja. Bin ich ja mal gespannt, ob das jetzt so funktioniert. London ist ja eine sehr enge Strecke. Ha, wieder kein Fehlstart. Ich bin gut. Wow, was ist mit den beiden los? Wieso sind die so langsam gestartet? Egal, erstmal das halbe Feld hier nach vorne geflügt. Natürlich bin ich wieder hinten gestartet, wie so häufig. What the fuck? Gut, dass wir ohne mechanischen Schaden fahren. Also ich muss hinten rechts aufpassen, da habe ich Tim hängen. Und vorne ist Noctifero, der mir gerade den Weg ein bisschen versperrt. Auf der Strecke ist es auch eigentlich scheißegal, welchen Wagen man fährt, Hauptsache man kann sich irgendwie durchwursteln. Ich denke mal, der Opel ist hier ganz gut, weil der 11.000 Umdrehungen hat. Sagte er und wird von einem Opel überholt. Da habe ich jetzt mal ein bisschen zurückgesteckt, wollte da jetzt nicht zwingend gewaltvoll reingehen. Nein! Boah, du kannst mir sagen, was du willst, aber irgendwas stimmt an der Lobby nicht. Oder irgendwas stimmt an meinen Einstellungen nicht. Nö, eigentlich so wie immer, ich könnte natürlich hier... So, aber irgendwas stimmt ja nicht, hier rutscht man viel zu viel. Das ist nicht normal. Normalerweise bin ich mit dem DTM-Wagen echt immer so am Boden klebend. Und hier rutsche ich halt nur und Bremsen bringt nichts. Ah fuck, jetzt ist mir halt nach hinten reingebrettet. Scheiße, jetzt drehe ich mich auch noch selbst. So, dann fahren wir mal ganz hinten am Feld. Ich brauche gar keinen schlechteren Wagen zu nehmen, um hinten zu fahren. Irgendwie fällt sich das komisch, da kannst du sagen, was du willst. Ich bin ja mal gespannt, ob ich der Einzige bin, der irgendwie so ein komisches Gefühl hat. Irgendwie kommt mir das auch ein bisschen laggy vor, so... Ja, ich weiß nicht, das kann auch daran liegen, dass ich über den HDMI-Splitter und dann Aufnahmen und bla... Dass das da irgendwo herrührt... Kann man natürlich schlecht sagen. So, früh genug anbremsen, nicht wahr im Rohr, und dann vorbei beschleunigen, denn ich habe gerade eben das Getriebe mal ein bisschen kürzer gemacht. Das hatte ich auf 320 stehen als Maximum und das ist natürlich für so eine Strecke wie hier echt übertrieben. Von da habe ich es auf 280 gepackt und das ist immer noch mehr als genug. So, da ist Marcel Preu wieder. Wunderbar. Hoffentlich hat er einen Wagen gekriegt, ansonsten lasse ich den ESF halt zu. Aber der ist schon ziemlich unfair. Ich würde sagen, es ist nicht der beste und vor allem ist der einzige Premium-Wagen dann hier. Ja, deswegen sind diese Rennen auch alle relativ hässlich. Weil leider die richtigen DTM-Wagen alle nur Standardwagen sind.
Und ich komme nicht mal ins Ziel. Ich komme nicht mal ins Ziel. Was ist da los? Warum fahre ich so scheiße? Irgendwas stimmt da nicht. Das Böse ist im Busch. Wunderbar, Marcel hat sich ein Audi ergattern können. So, Tovelle und Erdbrote schreiben was. Tovelle schreibt Fuuu. Und da frage ich mal eben kurz, hey, kein Spam. So, ich nehme mal eine andere Strecke, das war ja gerade eben ekelhaft. Ekelhaft. Nehmen wir, bevor wir zu den selbst erstellten Strecken kommen, nehmen wir mal... Ich würde ja gern Top Gear fahren, aber ich weiß genau, wie Top Gear aussieht. Oh, guck mal da. Ich kürze ab. So, wir nehmen jetzt mal was, was ein bisschen offener ist, nämlich... Nürburgring, komm. Nicht die Nordschleife, die werden wir sicherlich auch nochmal machen. Tja. Warum fährt sich der Wagen so scheiße? Habe ich falsche Reifen drauf? Ich meine, das kann doch nicht sein, dass ich so am Rumrutschen bin. Jetzt kann ich gerade nichts ändern, weil die Karte lädt. Darf immer noch nichts ändern, obwohl die Schallflächen nicht mehr ausgegraut sind. Rennen war ich. Das verstehe ich nicht. Ich fahre mit den gleichen Einstellungen wie sonst. Ich verstehe es nicht. So, ich mach mal das hier auf realistisch. Mal gucken, wie sich das dann ändert. Ich meine, es kann natürlich daran liegen, dass wir den Verschleiß anhaben, auf normal. Mal gucken, wie sich das ändert. Bin ich mal gespannt. Und ich werde... Nee, ich werde jetzt nicht den anderen Wagen nehmen, das wäre irgendwie dämlich. Weil dann könnte ich ja die Veränderungen beim Grip gar nicht merken. Deswegen fahre ich jetzt nochmal den CLK Touring Car. Und danach werde ich mal ändern in der nächsten Folge. Und in dieser Folge fahre ich den nochmal. So. Du, was hast du gerade geändert? Ich konnte es nicht sehen. Teilnahme abgebrochen laufend. Ich weiß nicht, ob man es in der Aufnahme dann hört. Ich muss ja immer die Dings... die Spielspur im Ton runterpegeln. Nur Bodenhaftung. Auf jeden Fall wurde gefragt, was ich geändert habe. Realistisch die Bodenhaftung, sonst habe ich nichts geändert. Okay, Fero sagt Dream, ruhig sein, kein Headset. Schön. So, Turbowolle ist rausgegangen, wahrscheinlich einen kurzen Wagen zu kaufen. Wie gesagt, wenn das jetzt so nicht klappt, dann werde ich gleich den anderen Wagen... Ich werde sowieso gleich einen anderen Wagen nehmen. Ich werde entweder einen Opel oder einen Audi nehmen. Ich habe mir die ja nicht umsonst hochgetunt. Allein die scheiß Tuning-Teile und dann Verwindungssteifigkeit und sonst was. Das kostet alles Geld, beziehungsweise ich habe ja so komische Tickets. Ich glaube aus dem DLC irgendwie so 10 Tickets dafür, dass ich 10-mal den Motor wiederherstellen darf zum Beispiel und die Verwindungssteifigkeit wiederherstellen darf. Und davon habe ich heute, ich glaube, 4 Tickets verballert, jeweils. Oh ne, 3 Tickets. Ich glaube, ich habe 3 Wagen, oder? Warte mal, ich habe 4 Tickets. Ich habe 2 Audis, den Opel und den Mercedes gemacht. 4 Tickets. Das wären, wenn ich es mir gekauft hätte,
4x 500.000 und 4x 300.000. Plus noch so ein paar Extras zwischendrin. Also ich denke mal 4 Millionen Credits wären das dann auf jeden Fall gewesen, weil ich ja einige Autos überhaupt noch tunen musste. Ach ja, stimmt ja, das ist ja das Layout, was hier rechts geht. Hätte ich jetzt fast vergessen. So, Niki schreibt gerade, das ist auch kein DTM-Wagen. Das hat er sich denn dann gekauft? Also ich komme mit realistisch ehrlich gesagt besser klar. Der Wagen fühlt sich halt nicht so komisch an. Kann jetzt natürlich auch daran liegen, dass das jetzt eine Strecke ist, wo man etwas mehr Breite hat. Autumn Ring und London waren jetzt ja nicht so die Strecken, wo man groß Auslaufzonen hat oder so. Trotzdem ruckelt es bei mir. Na, holen wir uns noch die Theorie vor der Kurve? Nee. Aber er holt sich die Kurve nicht. So, mal gucken, wo wir liegen, wenn wir die erste Runde jetzt abgeschlossen haben. Krasser Scheiß, 4,5 Sekunden Rückstand. Das war natürlich nicht die beste Runde, das ist klar, aber trotzdem ist es krass. Der Wagen fährt sich viel besser. Ich weiß nicht, wie kann man sich beschweren, dass die Strecken bzw. Bodenhaftung auf realistisch steht. Das ist doch viel schöner so. Nein! Dammit. So kann man auch eine Runde verkacken. Also, wer auch immer da hinter mir kommt, ich lasse mal eben kurz vorbei. Ich möchte dich ja nicht behindern. So, und das ist die 5-Runde sogar. So, jetzt habe ich sie alle vorbeigelassen, jetzt kann ich in Ruhe meine Runde fahren. Was schon kein guter Anfang ist für eine Runde.
so eine letzte Quali-Runde drehe ich noch und dann machen wir in der nächsten Folge halt das Rennen. Ja, ich strecke das Ganze ein wenig. Ich möchte ja nicht zu wenig Folgen aus so einem Community-Rennen mitnehmen. Wir wollen ja schließlich die Zeit bis Gran Turismo 6 ordentlich überbrücken und ich glaube, heute werde ich nicht so lange machen, weil mir jetzt schon die Augen wehtun. Also entweder sind meine Augen heute überempfindlich, was Ruckeln angeht, oder es ruckelt heute einfach mal derbst. Dann werde ich gleich mal fragen, in der Pause zwischen den beiden Rennen. Okay, die Runde habe ich jetzt auch mal auch verkackt. So, jetzt gehe ich nochmal eben kurz raus und gucke, ob alle richtige Autos haben. Marcel Preuß jetzt mit einem R8 Le Mans Wagen. Na, egal. Solange er damit jetzt nicht gewinnt, ist alles okay. Komm. Ich will mal nicht so böse sein. Und alle anderen, vor allen Dingen der erste, war ja mit einem CLK unterwegs, ne? Gut, dann starte ich jetzt gleich das Rennen. Das seht ihr dann nachher. Ich werde Christos nochmal eben kurz kicken, weil der keinen DTM-Wagen hat. Und ja, bis morgen dann. Tschüss.